Gesundheit beginnt im Darm oder auch der Tod liegt im Darm. Das haben Sie sicherlich schon mehrfach gehört, vor allen Dingen, wenn Sie bei uns ein treuer Zuschauer sind. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer in unserem Gesundheitsfernsehen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und dass Sie wieder bei uns sind. Genau heute geht es auch wieder um unser wichtiges Organ, um den Darm. Und heute schauen wir ihn mal an von der oder aus der Sicht einer FX-Meyer-Ausbildnerin und wie wir mit dem Darm, wie wir ihn schulen können, wie wir ihn schonen können, wie wir ihn einfach fit machen können, dass er gesund ist und dass er uns einen guten Dienst leisten kann. Ich freue mich auf Dr. Gesine Peterreit und ich lade Sie ganz herzlich ein, mir gleich ins Gespräch zu folgen. Wir starten gleich. Hallo, herzlich willkommen, liebe Gesine. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe schon eingeleitet. Es geht heute um den Darm, unser wichtigstes Organ, denn dann wird wieder jeder sagen, ja, wir haben doch auch noch ein Herz und das ist auch wichtig, aber unser eminent wichtiges Organ, den Darm. Und ich habe schon viele Gäste gehört, die mir sagen, da beginnt die Gesundheit oder da endet sie auch, je nachdem. Im Darm. Du bist FX-Meyer-Ausbildnerin und wir wollen uns jetzt das Ganze mal von dieser Seite anschauen. Also was ist denn da bei der FX-Meyer-Therapie besonders, was die Gesundheit des Darms angeht? Oder vielleicht starten wir auch mit der Salutogenese, denn das ist ja auch ein wichtiger Aspekt in deiner Therapie oder in deiner Begleitung deiner Patienten. Kannst du uns den Begriff vielleicht mal näher beschreiben, was mit Salutogenese, was wir darunter verstehen dürfen? Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht vorangestellt, ich bin tatsächlich FX-Meyer-Ärztin und habe bei den letzten lebenden Schülern von dem FX-Meyer noch lernen dürfen. Es waren damals der Dr. Rauch und der Dr. Koja vor über 25 Jahren am Ende. Und der FX-Meyer und als auch seine Schüler, die damals schon über 80 waren und uns das beigebracht haben, war ein Naturarzt. Mhm. Ja. Und es geht in dieser ganzen Behandlungsweise geht es darum, den Menschen wieder in die Selbstwirksamkeit zu führen. FX-Meyer ist 1875 geboren. Ja. Mhm. Der Begriff Salutogenese, der wurde eigentlich erst 1997 von Antonowski beschrieben. Und das ist was ganz Spannendes, weil er tatsächlich sagt, es geht um, wenn ich etwas tue, geht es darum, eine Kohärenz zu führen, also sprich so ein inneres Gefühl zu haben, ist das, was ich jetzt tue, jetzt richtig und ist es in der Passung mit dem, was jetzt für mich auch wirklich jetzt der Weg sein sollte. Mhm. Ja? Und ganz früher haben die Ärzte immer nur salutogenetisch geschaut. Das heißt, in der Antike ging es immer nur darum zu schauen, was ist das Ziel und was hindert die Zelle daran, gesund zu funktionieren. Mhm. Ja, also jeder antike Arzt hat als seine Hauptaufgabe gesehen, wie kann ich den Patienten begleiten. Die wurden ja damals in der Antike, wurden ja die Ärzte auch Meiotiker genannt. Und Meiotik ist eigentlich eine Hebammenkunst. Das heißt, aha, also der Arzt steht an der Seite des Patienten und führt ihn zu seiner individuellen Gesundheit. Ja. Es geht gleich weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber Sie sehen jetzt ganz kurz einen Trailer, einen Spot aus einer ganz besonderen Sendung heraus, das mich emotional sehr berührt hat. Und wenn es Sie genauso berührt und Sie finden, diese Sendung müssen Sie sehen, dann gehen Sie bitte in die Beschreibung rein auf YouTube und klicken Sie dort auf den entsprechenden Link. Viel Spaß! Man hat dann einen Wellenlängenbereich gefunden, der eigentlich alles macht, der Leute unfruchtbar macht, friedlich macht und auch chronische Erkrankungen erzeugt. Und dieser Wellenlängenbereich war um die 2,4 Gigahertz. Das Erstaunliche war, was wir natürlich alle als Mensch erwartet hätten, dass dieser Wellenlängenbereich vermieden wird, diese 2,4 Gigahertz. Und es wurde dann diese Hauptträgerfrequenz von da an für allen Mikrowellen, also für all Handysendefunk, wurde es die Haupt
Trägerwellenlänge 2,4 GHz, die genau diesen Effekt hat. Den sind du und ich jetzt jeden Tag ausgesetzt. Diese Felder sind durchaus fähig, Krebs zu erzeugen. Und Antonowski sagt, es gibt gar nicht jetzt so diese feste Definition Gesundheit und Krankheit, sondern es ist immer ein Prozess. Mhm. Und zu diesem Kohärenzgefühl zu kommen, braucht es einfach ein paar unterschiedliche Dinge, die da nötig sind. Ja? Und die können bei jedem natürlich individuell ausgeprägt sein, aber hauptsächlich sind es drei Dinge. Ja, das erste ist, dass es darum geht, das, was ich dort tun möchte, um zum Beispiel meine Gesundheit zu verändern, ist das eine Verstehbarkeit. Das heißt also, kann ich das, was ich dort tun möchte, kann ich das verstehen? Ja, kann der Arzt mir das erklären? Kann ich genügend Literatur dafür sehen? Kann ich das verstehen, was ich dort jetzt gerne machen möchte? Der zweite Aspekt ist, kann ich das auch handhaben? Ja, also was ich dort verstanden habe, kann ich das auch umsetzen in meinem Leben? Also die Umsetzbarkeit. Genau, ja. Kann ich das in meinen Alltag integrieren? Mhm. Und der dritte Aspekt, das ist eben das, was der Antonowski in diesem Modell so beschrieben hat. Der dritte Aspekt ist die Sinnhaftigkeit. Sehe ich überhaupt in dem, was ich dort ändern möchte, sehe ich dort einen Sinn. Und wenn diese drei Aspekte, wenn man es sich so als Pyramide vorstellt, erfüllt sind, ja, also Sinnhaftigkeit, Handhabbarkeit und Verstehbarkeit, dann habe ich wirklich dieses Herz, also dieses Kohärenzgefühl. Ne? Was ist das, was ich dort tue? Ist das wirklich, ja, ist das richtig? Mhm. Das ist im Prinzip dieser Begriff Salutogenese. Ja, jetzt hast du ja vorhin gesagt, man hat in der Antike früher, war das eigentlich die grundsätzliche Ausrichtung, also auf die Salutogenese. Das Gegenteil ist ja die Pathogenese. Und das ist das, was heute mehr oder weniger praktiziert wird, oder? Also man schaut, was ist das Problem? Und man schaut irgendwie die Symptomatik zu. Genau. Behandeln, oder? Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Und da ist jetzt wieder der Bogen zu F.X. Meyer. F.X. Meyer war der Erste, der eine Systematik der Gesundheit entwickelt hat. Mhm. Ja. Und ich mache manchmal gerne den Vergleich, dass ich sage, jeder gesunde Unternehmer, der schreibt hinter sich an die Tafel nicht ran, was will ich nicht haben, ja, sondern was will ich haben. Und genauso ist es natürlich sinnvoll, wenn wir auch so rangehen und sagen, wo wollen wir eigentlich hin, was ist das Ziel? Mhm. Ja. Und was möchte ich damit erreichen, mit dem, was ich jetzt tue, in dem Falle eben auf meinem Gesundheitsweg. Ja. Du hast und dort wende ich mich hin. Mhm. Ja, also unsere Aufmerksamkeit geht ja immer dem nach, wo ich mich hinwende. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Denkweise, die natürlich auch ihre Grenzen hat. Auch das ist wichtig, in aller Hochachtung vor jeder Intensivmedizin, vor jeder nötigen Medizin, wo der Mensch nicht mehr regulieren kann. Also wir reden hier natürlich über einen Bereich, wo es darum geht, Ungesundheit zu regulieren. Mhm. Sozusagen das Kind schon an die Hand zu nehmen, wenn es zum Brunnen geht und nicht, wenn es gerade dabei ist, reinzuspringen. Ne? Mhm. Du hast von einem Kohärenzgefühl gesprochen. Das ist ja ein Fremdwort, also dem einen oder anderen ist es sicherlich auch schon mal begegnet, aber falls wir Zuschauer haben, die mit dem Begriff Kohärenz jetzt nicht so richtig was anfangen können, kannst du den Begriff uns vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Also beim Kohärenzgefühl geht es tatsächlich darum, um dieses Stimmigsein. Ja? Ist jetzt das, was jetzt, wo wir jetzt beide hinschauen, ist das jetzt stimmig? Zum Beispiel du und ich dabei ein gutes Gefühl, dass das genau im Einklang ist mit dem, was jetzt gerade nötig ist. Ja. Okay. Gibt es nicht auch eine Kohärenz der Organe, also im physischen Körper? Genau. Also
dann ist das quasi, also ich stelle mir das immer vor, dass Kohärenz so ein Zustand ist, dass eben die Selbstregulation möglich ist unter verschiedensten Umständen, weil die Umstände, die unser Körper 24 Stunden am Tag hat, die sind ja nicht immer gleich. Genau. Ne? Manchmal sind wir größeren Herausforderungen ausgesetzt oder unser Organismus und manchmal entspannter. Mhm. Und dann kann man das auch so sehen, dass Kohärenz dann der Zustand ist, dass eben der Organismus da in der Lage ist, auf jeden Umstand adäquat zu reagieren? Genau. Im Prinzip ja, tatsächlich. Mhm. Diese wunderbare, es gibt andere Begriffe, die heißen Homöostase. Es ist immer ein Gleichgewicht. Ne? Das ist einer, der schon länger in der... Oder Balance. Am Ende ist es in meiner Wahrnehmung die Beschreibung dieses sinngebenden Zustandes, der guten Funktionalität der Organe miteinander. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Ja? Mhm. Das Wichtigste, und deswegen finde ich es so wichtig, auch darüber mal kurz sich das zu verinnerlichen, ist dieses Klarwerden des Wissens darüber, dass es das gibt. Und dieses Vertrauen wieder dafür zu haben, dass diese Information in uns ist, ja, und dass es nicht eine Krankheit gibt, die übereinkommt, sondern dass wir in jedem Fall, bei jeder Erkrankung, bei jedem Abweichen vom Gesund immer wieder eine Chance haben zu schauen, was können wir verändern. Ja, und wenn wir regulieren können, können wir regulieren. Und wenn wir Hilfe brauchen im Sinne von schulmedizinischen und Apparatemedizin, dann ist auch das nötig. Mhm. Ja. Das ist der Eindruck, den ich eigentlich immer wieder bekomme, so im Umfeld oder Bekannten, dass es immer wieder heißt, naja, diese oder jene Erkrankung, das kommt halt mit dem Alter, wenn du mal so und so alt bist. Ich sage dann immer, das ist mir egal, wie alt ich bin. Das hat da für mich keine Bedeutung. Mein Organismus ist grundsätzlich immer darauf programmiert, auf Gesundheit und ausgerichtet, diesen Zustand immer wieder herzustellen, solange er die Ressourcen hat, oder? Genau, solange er die Ressourcen hat und wir ihm die Chance dazu geben. Ja. Ja. Und nicht gegen ihn halten. Und nicht gegen ihn halten. Ja. Auch das ist gar nichts Neues. Das ist was in der Antike schon gesagt wurde. Ja, auch da wurde gesagt, Hippokrates hat das gesagt, hat es von seinen Lehrern gesagt bekommen, wo ihm gesagt wurde, halte den Gesunden gesund. Das ist die Aufgabe des Arztes eigentlich, ja, damals in der Antike. Jetzt geht es natürlich weiter. Und ich denke, jede Zelle hat die Informationen, wie sie gesund zu funktionieren hat. Und jede Zelle kann sich auch immer wieder regenerieren in einem bestimmten Abstand. Die Nervenzellen brauchen deutlich länger, aber auch sie haben die Chance zu regenerieren. Die Knorpelzellen, ja, wenn es heißt, du hast eine Arthrose oder du hast eine Chondrose, ja, das ist ja, geht ja meistens einher, ne, von Knorpel und Knorpelschicht und Gelenkflächen, dann auch da regenerieren sich diese Zellen, die Chondrozyten, ja, das sind die Knorpelzellen, die regenerieren sich, die werden abgebaut durch die Chondroklasten und dann gibt es wieder neue. Die Darmzellen regenerieren sich relativ schnell, die Hautzellen, Gott sei Dank, auch relativ schnell. Das merken wir, wenn wir mal eine kleine Wunde haben, ja, oder die Schleimhautzellen, wie schnell die doch wieder zuwachsen. Mhm. Und genauso hat unser Körper die Chance, immer wieder zu regenerieren. Und ich denke, es ist wichtig und auch gut, unserer Aufgabe zu folgen, zu schauen, dass wir gucken, wie können wir den Körper dabei unterstützen. Ja, genau. Und wenn du sagst, unsere Aufgabe, dann meinst du wahrscheinlich nicht deine Aufgabe als Ärztin und als Ausbildnerin, sondern jedermanns Aufgabe für sich selbst. Voilà. Jedermanns Aufgabe. Weil ich manchmal wirklich den Eindruck habe, also vor allen Dingen, wenn es um Darm geht, ne, da geht es ja auch logischerweise um Ernährung. Genau. Ne? Dann da stehen wir uns einfach manchmal oder viele sich einfach selber im Weg, weil da ist man einfach zu bequem oder zu, vielleicht auch zu süchtig. Manchmal. Etwas zu verändern. Ja, okay. Also jetzt kommen wir mal zur Salutogenese unseres Darms, denn das ist ja unser Schwerpunkt jetzt in diesem Gespräch. Was macht denn die FX-Meyer-Therapie da anders
für den Darm oder mit dem Darm hinsichtlich oder zur Salutogenese zu kommen? Ja, die FX-Meyer-Therapie ist eben tatsächlich nach dem Begründer benannt, nach dem Franz Xaver Meyer, der im nächsten Jahr 150. Geburtstag hat. Hätte. Er ist im Alter von über 90 Jahren verstorben. Und es gibt Bilder von ihm, wo er wirklich mit 80 ganz, ganz jung aussieht. Er selber hat auch gemeiert. Also, er hat eben tatsächlich schon als Elfjähriger schon erfahren müssen, welche Bedeutung der Darm eigentlich hat, und zwar eigentlich über die Tiere. Ja, also er war ein österreichischer Bauernjunge und sein Vater war tuberkulosekrank und er musste schon als Elfjähriger, konnte er manchmal gar nicht in die Schule gehen, weil er eben sich um die Tiere kümmern musste, ist auch schon auf die Viehhandels, also wo Verkaufsstationen dort gegangen. Und wurde da auch relativ schnell anerkannt, und zwar warum, weil er beobachtet hat. Weil er gesagt hat, das Vieh ist dann gesund, also in dem Fall wirklich die Kuh ist gesund, wenn man den Schwanz hochmacht und hinten nichts am, kein verdreckter Anus ist. Ja. Ja, klingt jetzt ein bisschen unanständig, aber am Ende war das sozusagen für den FX-Meyer der Beginn, der Darm muss irgendwelche Bedeutungen haben, ja, aus der Beobachtung der Natur. Mhm. Und er hat dann viel geforscht, hat auch dann eben das Medizinstudium gemacht und hat dann bei Priesnitz im Sanatorium gearbeitet und dort, also dieser Wasseranwender, wo es um Wickel- und Wasseranwendungen ging und wo eben damals die Leute auch noch sehr lange gekurt haben, so 3 Monate. Und seine Aufgabe war es, die Bäuche zu behandeln. Aha. Und da hat er eben immer wieder die Frage gestellt, wann ist ein Bauch eigentlich gesund? Ja, also eben Salutogenese, ne? Was ist eigentlich das, wo wir hinwollen? Was kennzeichnet einen gesunden Bauch? Und hat also auch immer seine Professoren damit gefragt und es gab keine Antwort darauf. Ja? Also es wurde gesagt, ach, der Bauch ist hoch individuell und bei jedem unterschiedlich. Mhm. Und genau, und er hat gezweifelt und hat dort also auch ein System der Gesundheit entwickelt, was wir ja da auch schon mal besprochen haben. Mhm. Und in der vorherigen Sendung ja erläutert hatten. Und dann hat er gesagt, okay, wenn dort jetzt dieser Bauch zum Beispiel, dieser aufgeblähte Magen-Darm-Trakt und man das eben sieht in diesen Großtrommelträger, was wir dort gezeigt hatten in der vorherigen Sendung, dann heißt das ja, der Darm ist in einer ganz gestörten Situation. Mhm. Warum ist das so? Was ist das, was denjenigen dazu bringt? Und dann fing er natürlich an, von A, wo beginnt's im Mund? Ja, das heißt also, wenn ein Darm so gestört ist, auch jedes andere Organ, ne? Was tust du, wenn das Organ gestört ist? Du machst Ruhe. Ja, wenn eine Entzündung im Knie ist, dann versuchst du Ruhe zu machen und machst ein Verband drum. Oder gar, wenn du eine Fraktur hast, dir was gebrochen hat, kommt der Gipsverband drum, um Ruhe zu machen. Mhm. Und die FX-Meyer-Therapie heißt, ich schalte jetzt mal den Darm auf Schonung. Also ich schone jetzt mal dieses Organ Darm, ja, indem ich eine Säuberung mache, indem ich eine Schulung mache mit dem Kauen, indem ich zusätzlich noch supplementiere, was der Patient dann eventuell als Defizite hat, Basenstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, indem ich die Lebensordnung in diesem Zeitraum mit dem Patienten versuche wiederherzustellen. Was für ihn das Passende ist, die richtige Balance zwischen Bewegung und Entspannung, Kneippsche Anwendungen mache, ja. Mhm. Und natürlich auch Hildegard von Bingen, ja, die Seele der Therapie ist die Therapie der Seele, natürlich auch die Seele mit behandle. Mhm. Mhm. Und das ist das, was mich eben seit mittlerweile 25 Jahren, über 25 Jahren so an Meyer begeistert, dass es eben tatsächlich so eine ganzheitliche Behandlung ist. Also wirklich der Schonung, Schulung, Säuberung des Magen-Darm-Traktes. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Mhm.
Und wenn wir jetzt mal Schonung, wenn man das mal ins Auge fassen will, kannst du sagen, das braucht diesen Zeitraum X oder ist das etwas, wo du sagst, das ist sehr individuell oder? Es ist tatsächlich so, wirklich eine gute Frage. Der FX Meyer hat natürlich lange gekurt mit dem Patienten. Damals konnte man 3 Monate kuren. Das ist heute ein Luxus. Und ich habe ja noch bei den letzten lebenden Schülern gelernt und die haben immer gesagt, also mindestens 3 Wochen sollte es sein. Und wir Meyer-Ärzte, es gibt ja die FX Meyer-Gesellschaft, die internationale, und wir sagen 3 Wochen mindestens, zuzüglich einer Woche Vorkur, wo der Patient schon vorbereitet wird, auf dann die intensive Kur, wo eine Schonung, Schulung und Säuberung des Magen-Darm-Traktes gemacht wird. Im Prinzip wie ein Restart, wie ein Wellness für den Darm. Ja, oder so eine Katharsis für den Darm, wenn man das gerne möchte, so eine Grundreinigung. Und dann macht man wieder eine Aufbauzeit auch nochmal 3 Wochen weiter. Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig in den Alltag zu integrieren, oder? Deswegen hat man ja früher gekurt und hat sich da ganz drauf besonnen. Es gibt es ja heute noch, also FX Meyer-Kuren. Das ist halt dann so, dass man sich diese Zeit dann auch mal Zeit nehmen muss. Und am besten nicht erst, wenn das Problem schon ganz weit fortgeschritten ist, oder? Am besten wirklich tatsächlich im Sinne von dem halt den Gesunden gesund als Prävention. Meistens ist es ja so, dass die Patienten dann kommen, wenn Symptome sind. Und das Spannende ist, es müssen gar nicht unbedingt Symptome im Magen-Darm-Trakt sein. Ne? Also es kann sein, dass dort die Symptomatik gar nicht angelagert ist, sondern dass zu mir der Patient wegen einer Neurodermitis kommt. Ja. Oder wegen immer wieder chronischen Infekten, also eine Defizienz oder eben Allergien, ja, wo er eben auf gesunde Nahrungsmittel plötzlich oder eben langsam schleichend anders drauf reagiert, als er es eigentlich von sich kennt. Rheumatische Beschwerden. Es sind ja am Ende ganzheitliche. Der Darm ist unser Wurzelsystem. Ja, und wenn wir uns das so wie so einen Baum vorstellen, dann ist es natürlich wichtig, dass die Wurzeln gut versorgt sind. Ja, und FX Meyer sagt, du bist dann ernährt, wenn Ernährung und Verdauung gleichermaßen gut funktionieren. Das heißt also, Ernährung ist gleich Nahrung mal Verdauung. Also noch nicht mal Plus, sondern mal Verdauung. Das schönste Nahrungsmittel kann leider zum größten Gift werden, wenn es nicht richtig verdaut wird. Und dafür braucht es tatsächlich Zeit. Und FX Meyer hat auch gesagt, natürlich ist Fasten die Königin der Reinigung, lässt sich nur häufig nicht so richtig verbinden mit dem Alltag. Ja? Und da ist die FX Meyer Therapie ein guter Aspekt, der wirklich auch alltagsverbunden sein kann. Ja, ach doch. Den man schon im Alltag auch führen kann. Ich empfehle dem Patienten immer trotzdem 1-2 Wochen Ruhe zu machen, sich rauszunehmen. Und dann können sie aber schon nach 10-14 Tagen, wenn sie so durch diese Entgiftungskrise hindurch sind, dann geht das Arbeiten dann auch schon. Ja. Und man hat beim Meyern eben nicht nur das Fasten, sondern man hat eben tatsächlich, und das hat der FX Meyer entwickelt, der hat gesagt, um den Magen-Darm-Trakt zu schonen, brauche ich ja eine gut vorbereitete Nahrung und eine gut leicht verdauliche Nahrung. Und FX Meyer damals, und das ist das, wo eben das Ganze aufbaute und jetzt aber weiterentwickelt wird, hat eben diese Milchsemmel als Nahrung gesehen. Eigentlich die Milch als Nahrung und diese Kursemmel, eine 3 Tage alte, luftgetrocknete Kursemmel als Kautrainer.
wo man wirklich kaut und wieder diese Instinkte, die man eigentlich hat, ne, gut zu einzuspeichern und gut zu kauen, wieder zu reaktivieren. Und dann die Milch aber auch nicht getrunken, sondern wirklich löffelweise, so wie das Kälbchen quasi oder auch das Kind. Das trinkt ja auch nicht, sondern das zutscht ja so. Mhm. Ja. Und was passiert dabei? Die Mundspeicheldrüsen werden aktiviert und wir haben in den Mundspeicheldrüsen Amylasen, Lipasen, Proteasen, die wirklich tatsächlich eine Verdauung schon im Mund machen. Die Amylasen von den Kohlenhydraten, die Lipasen von den Fetten und die Proteasen von den Eiweißen. Das heißt, wir haben schon eine super Vorverdauung im Mund, wenn wir es denn gestatten. Mhm. Und dafür braucht es eben einen Kautrainer. Heute hat man ein bisschen weiterentwickelt und hat gesagt, also die Milch ist leider ja jetzt nicht mehr die, wie es im 18., 19. Jahrhundert war, ja. Und man hat gesagt, okay, man nimmt vielleicht Schafsmilch oder eben Ziegenmilch oder Joghurtkulturen, ne? Dass man Joghurt dazu nimmt. Und man nimmt auch nicht mehr wegen der Überempfindlichkeiten und gegen Weizen, ja, nimmt man dann auch häufig die Dinkel-Kohlsemmel mit Natursauerteig, die dann 3 Tage luftgetrocknet ist und wo man kaut. Das heißt also, Meiern ist eigentlich Fasten ohne Fasten. Mhm. Ja. Also es braucht diese harte Semmel eben, damit man genug hat, um genug kauen zu können. Genau. Aber auch eben, damit die entsprechenden Stoffe im Speichel aktiviert werden. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und also dazu braucht es auch die Milch. Ich würde keine tierische Milch trinken halt. Genau. Das wäre jetzt mein Thema. Ne? Ist auch überhaupt nicht nötig. Nee. Es gibt, das ist eben das Schöne an dem Meiern, dass man so ganz individuell schauen kann. Ja? Dass man eben sagen kann, man kann genauso vegan, glutenfrei meiern. Okay. Ja? Man kann sagen, ich nehme gar keine. Man kann Hafermilch nehmen, man kann Reismilch nehmen, ja, man kann Mandelmilch nehmen. Okay, man kann ich auch sagen, dabei. ich nehme Avocado dazu. Ja. Man kann auch sagen, wenn jetzt jemand doch von der Konstitution her so ist, dass er dieses ganz strikte ihm das nicht gut tun würde, dass er konstitutionell das wirklich nicht durchhalten würde, dann kann man auch durchaus mit der milden Ableitungsdiät. Meier hat eben ganz verschiedenste Aspekte gemacht. Ja. Ich habe also manchmal Patienten, die wirklich sehr, sehr schlank sind, wo es aber wirklich richtig nötig ist, dort eine Meier-Therapie zu machen. Ja, bestimmt. Mhm. Und dort gucke ich, dass ich sie zum Beispiel mit Hafer, mit Porridge, ne? Gut, aber immer ein Kautrainer eben mit dazu. Verstehe ich. Ja? Und mittags eine Basensuppe oder gedünstetes Gemüse, gut gekaut. Ne? Also das ist dieser Schonaspekt beim Meiern eben, das Was und Wie. Mhm. Ja? Ich sehe schon, wir müssen da noch ein bisschen mehr schauen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr wissen, was, wie genau und ist da jeder Tag gleich und so weiter und so fort. Nur reicht uns jetzt die Zeit in diesem Gespräch nicht mehr. Wir verschieben das aufs nächste Gespräch oder auf eines der nächsten Gespräche. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt, glaube ich, war es eben wichtig, rauszukehren, dass bei der FX-Meyer-Therapie der Schwerpunkt darin liegt, den Organismus oder insbesondere den Darm in dem Fall wieder dorthin zu bekommen, dass er sich selbst wieder gesund erhalten kann. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Genau. Mit Unterstützung tatsächlich auch der Behandlung. Also das ist ganz wichtig. Bei Meiern ist ein Abführen und eine Behandlung ein ganz wichtiger Aspekt. Also Schonung, Schulung, Säuberung. Also wir haben jetzt über das was esse ich und wie esse ich? Und dann gehört der Aspekt der Bauchbehandlung, der ärztlichen, manuellen Bauchbehandlung. Das ist das Schöne daran, auch für uns als Ärzte und auch für den Patienten. Der Patient ist nicht alleine, der kommt wirklich im optimalen Falle 2-3 Mal in der Woche, also wenigstens zum Arzt und behandelt und wird bauchbehandelt. Ja? Sodass wirklich in diesem Zentrum der Arzt denjenigen unterstützen kann durch eine Aktivierung des Lymphabflusses. Und er nimmt eben, macht eine Säuberung sehr durch gut. Bittersalz und die Dinge, die wir noch
nochmal besprechen dürfen. Ja, unbedingt, dass wir da genau. noch ein bisschen besser das Konzept verstehen. Das wäre mir wichtig. Sehr gerne. Ne? Vielen Dank für den Moment. Aber sag uns doch noch bitte, hast du eine Website, wo man auch mehr von dir oder mehr zu dem vielleicht auch nachlesen kann? Du bist ja schließlich Ausbildnerin. Das hast du sicherlich auch irgendwo mal ein bisschen was zum Nachlesen. Ja, also die Ausbildung geht tatsächlich über die FX-Meyer-Webseite der internationalen FX-Meyer-Gesellschaft. Da kann man die Ausbildungsrichtlinien finden und wir werden jetzt tatsächlich im nächsten Jahr auch in Heringsdorf, es wird überall ausgebildet für Ärzte und Therapeuten, die in der FX-Meyer-Therapie und meine Praxis ist in Dresden und die Webseite ist www.naturheilkunde-dresden.com. Wunderbar, ja. Vielen Dank. Das war das Wichtigste, was wir jetzt noch brauchen. Ansonsten Dankeschön. Freue ich mich natürlich auf weitere Gespräche und danke dir für deine Expertise für den Moment. Sehr gerne. Danke. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren in diesem Gespräch, wo es um die Salutogenese des Darms geht. Und jeder von uns hat hier Bedarf, weil mit unseren alltäglichen, was wir uns, also ich sage jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher, Entschuldigung, bitte verstehen Sie es nicht falsch, aber so wie wir uns ernähren, ist halt nun mal in den wenigsten Fällen eine wirklich darmzuträgliche Art und Weise. Aber wir laden Sie deshalb ein, uns auch in den nächsten Gesprächen zu folgen und bleiben Sie bis dahin achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst. Und wenn Sie mögen, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.